Die algerische Reihmusik befindet sich wieder auf dem Vormarsch. Nachdem die Musik mit den funky arabischen Rhythmen 1987 durch Cheb Khalitz und Safi Boutellas Kouché erstmalig für internationales Aufsehen gesorgt hatte, geschah das, was für die Vermarktung sogenannter Weltmusik typisch scheint. Sobald die Plattenfirma mit dem neuen Spielzeug genügend verdient hat, lässt sie es fallen und wendet sich dem nächsten Hype zu. Dennoch blieb Rai im Maghreb, also in den nordafrikanischen Ländern, ebenso wie in Frankreich bei den ehemaligen Kolonialherren ein Thema. Dazu sorgte Cheb Khaled immer mal wieder für einen internationalen Überraschungshit. Die Szene lebt und gedeiht und der heißeste Anwärter auf Khaleds Thron ist zweifellos Cheb Mami. Seine seidenweiche und unglaublich gewandte Stimme ist der perfekte Kontrast zu Khaleds raum, kneipengefärbtem Timbre. Nach ungezählten Kassettenaufnahmen hat Mami bisher 4 Produktionen für die große Industrie gemacht, darunter sogar eine in den USA. Mit seiner letzten CD Meli Meli hat Mami einen neuen Standard für die Öffnung des Rai gesetzt. Die Ehe von Rai und Reggae existierte ja schon lange und auch Flamenco geht dank seiner nordafrikanischen Wurzeln gut mit der Musik aus Oran zusammen. Der Einsatz von Banjo und Dudelsack aber auf Cheb Mamis letzter CD war bis dahin unerhört. Ebenso wie Mamis Zusammenarbeit mit dem Berber-Sänger Idir. Die verfeindeten Ethnien der arabisch und berberisch sprechenden Algerier dürften hier zum ersten Mal auf einem Tonträger vereint sein. Ein explizit politisches Statement. Die weltoffenen Arrangements von Meli Meli spielte Cheb Mami in der Münchner Muffathalle am 9. Dezember 1998 mit einer exzellenten Band. Der Dudelsack blieb leider zu Hause. Dafür hatte Mami eigens für den Song Parisien du Nord den Rapper Kmel von Alliance Ethnique mitgebracht. Textprobe. Ich dachte, das sei mein Land, aber in Wahrheit werdet ihr mich immer wie einen Fremden behandeln. Und jetzt viel Vergnügen mit Cheb Mami und seiner Band und Chin T. Hey,
Merci. Comment on dit merci ici? Merci.
جيتني عندك فوق شهدي ومريم لقلبي هي حبيت تفتني وغيهي وشوفك نشعل نشعل وانا حبك رجعني ومرمر وامر تزد تهدى لنقص حالي تجمع بالقناه ويكون قسم فيك حلال احبك رشاني ومظهر وقتي زدت هنا وعلى Yeah.
هما جاوا صحابي وجيراننا وين هدي انا انا نو انا نو انا هدي انا انا نو انا نو انا 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 انا
Plätzen.
والان كاين واحد معايا زي اللي بدا يقول الفرنسا كنان ايا كنان ايا كنان ايا واو امشي الديريكتور اي كل المون تاب دون لي مان اي اوب 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 Comme ça, moi, vous me croyez comme ça. La leçon à en tirer, c'est quoi que tu dis, quoi que tu fasses, t'es embauché tant qu'on n'a pas vu ta face. Je vois les jeunes PDG dans leur bureau, gérer les entreprises comme on gère les kilos. C'est pas sûr, je vois les subwoofers au mur. Je veux voir des sœurs comme chef ou secrétaire qui tapent pour leurs compétences et non couleur derrière. Je veux enfin que les jeunes restent à vrai dire. Je vois les jeunes PDG dans leur bureau, gérer les entreprises comme on gère les kilos. Allah.
علاش 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 هو مريض وعلاش علاش علاش واي واي وعلاش علاش علاش هو مريض وعلاش علاش علاش مانيش معاك اليوم بالفروني مغروه Yeah,
وعليه هدا وليا تفاطمة نقعدو حتى لننوت وعليه هدا وليا نقعدو حتى لننوت وعليه هدا وليا تفاطمة نقعدو حتى لننوت هي فاطمة فاطمة متحبش تشكر مي هدا فاطمة هي فاطمة فاطمة ولا طرح ودو هيا وعليه هيدا ولد نقعدو حتى الممات وعليه هيدا ولد نقعدو حتى الممات هي فاطمة فاطمة À la basse, à la batterie, Karim, à la drbuka, Nasser, guitare, Serge, au sete, Nezoub. Thank you.
محبوبة قلبي يا وقلبي يا Das war Chap Mami live in der Muffathalle München am 9. Dezember 1998. Noch ein Hinweis auf den zweiten Weihnachtsfeiertag. Am 26.12. um 23.05 Uhr hören Sie einen Live-Mitschnitt von Otto Lechner, Klaus Trabitsch und den Bethlehem Allstars. Der Titel Ihres Weihnachtsliederprogramms, Still, zu hören am 26.12. Die Redaktion heute hatte Walter Mayer. Am Mikrofon verabschiedet sich Uli Bassange.
Bayern 2 Radio.